Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Nein, ich will nicht hier runter, ich will hier raus. Wir müssen immer noch auf die USS Prytwyn, obwohl, wissen wir, es ist ja nicht zwangsläufig eine USS. Ja, das funktioniert schon mal gut. Es ist ja eher eine... Ach, keine Ahnung, was das ist. Es ist die Prytwyn. Von der... Brothers of Steel oder... stählernen Bruderschaft, haha. Ja. So. Er wird sich da auch so denken, ja, nochmal schicke ich den aber jetzt nicht raus. Ja, ja. Huch. Achso. So. Achtung. Bravo 6-4 bei Rüstungsbucht 2 melden. Bravo 6-4 zu Rüstungsbucht 2. Wie lief es mit dem Gelehrten? Ja, er hat's nicht. Der Gelehrte hat es nicht geschafft. Gib mir noch eine Chance. Wirklich schade, Ritter. Immerhin ist es ehrenhaft. Ja, ja. Unsere Gelehrten erbringen ohne zu zögern das wenn du... In Ordnung? Nein, nein, nein. Momentan nicht. Oh, wie schade. So, weil ich will nicht so unendliche Quests. Das ist ja kacke und scheiße und. Nee, dann mache ich lieber eine andere Quest. Was habe ich denn hier? Raider-Probleme bei Nordhagen Beach. Das Karawanen-Wood-Signal an. Bestimmte Sachen davon müssen doch auch, glaube ich, vom DLC sein. Hier in Yucca World und Far Harbor. Bin ich natürlich auch nicht so sicher. Wollte ich eigentlich ja getrennt machen. Ich guck mal gerade nach, ihr seht ja Steam gerade nicht. Fallout. Okay. Das ist nämlich Automatron. So. Also es ist auch ein DLC. Das hier, eine Nachricht von Vortec, ist auch eine. Den Weg für Somerville Place freimachen, das ist kein Problem. Far Harbor Quest. Oder Fahrhaber starten. Ich guck gerade nach, wie man das so startet. Ja. Huch! Okay. Das Fahrhaber können wir anscheinend noch nicht starten. Das ist eigentlich prinzipiell gut. Und Yucca World. Oh, dass die immer diese scheiß Videos und so alles laden müssen im Steam-Dings, ne? Oh, ich hasse das. Weil du gleich kommt bestimmt Musik, dass ich, ich will das nicht, wie es installiert wird. Ah, okay.
Und für Nuka World müssen wir Level 30 sein. Also ist das alles noch nicht erreicht. Das ist gut. Die beiden hier sind DLCs und weit weg von zu Hause. Kann ich machen. Ja. Ich habe ja nichts für die Bruderschaft, ne? Doch? Ne, Wassermarsch war ja Minuteman. Was ist denn Zusammenfassung? Achso. Ja, hier Radio Freedom, ne? Wo, warte, das kann ich machen. Das ist ja hier für die. Für die stillende Bruderschaft. Ist gut. Wenn ich jetzt nochmal mit dem rede? Inzwischen ist Ihnen sicherlich klar, dass unser Erscheinen im Commonwealth kein Zufall war. Wir sind hier, weil Paladin Dances Erkundungsteam eine einzigartige Energiesignatur entdeckt hat. Laut unseren Gelehrten ist diese Signatur ein Anzeichen für eine. In dem Moment. In ja, dem das Institut, das um dieses das, Ziel. Ich habe das unsere wissen wir. Was immer Sie brauchen, Ältester. Sagen Sie mir es einfach. Ich will, dass Sie da rausgehen und zu unserem. Sie schienen bereits vor unserem Treffen daran. Wenn Sie einen Weg hinein. Irgendwelche Fragen? Okay. Im Moment nicht, Ältester. Gut. Okay, das hatten wir alle schon. Nichts Neues. Ist ja nichts Neues drin, ne? Nein. Also schlecht. Also, ne, ihr wisst. Ad Victoriam, Bruder. Ja. Ad Victoriam. So, wo muss ich hin? Dahin. Okay. Kann ich noch nicht hin. Aber am AADTSL Regionalbüro bin ich. Ach so, bin ich auch noch nicht gewesen. Ja, dann County Crossing halt. Das ist das, wo die Farm ist, ne? War hier nicht mal eine Farm? Warum ist hier so radioaktive Strahlung? Ist das ein Kraftwerk oder so? Naja. Was ist das denn? Ein Kühlschrank im Nirgendwo. Wenn wir jetzt bei Indiana Jones läge, da jemand drin. Also weiter vorwärts. Eine wilde Mutterbeere. Können wir jetzt ohne Probleme mitnehmen, weil keine radioaktive Strahlung mehr. Was waren denn hier die Barmen? Ja. Merkwürdig. Aber soll uns nicht weiter stören. So, ja, das ist eher nicht so gut. Na. Hä? Wer ist er denn? Achso, da kann ich ihn nicht treffen. Was war das? Keine Ahnung. Er ist tot. Dank Scharfschützen. Gewehr mit Schalldämpfe. Aber die haben vielleicht die Leiche fallen sehen. Und dann sind sie vielleicht intelligent genug. Nachzudenken, welche Folge hat das? Scheinbar nicht. Der Gutshof West Everett.
Ach da. Hey, da draußen ist was. Na echt? Oha. Oh oh. Meinst du, wir sind jetzt in Sicherheit? Ja klar. Hier wird jetzt nie jemand angreifen, Piper. Du dich nicht können, huch. Nicht verstecken. Du da sein, nicht verstecken. Nö. Was haben wir denn hier? Interessant, interessant. Das ist ein Harnisch. Kämpft! Wieso sind das denn plötzlich so viele? Wow! Sag mal! Kommen die denn alle her? Wow! Hyper! Aua! Scheiße. Ich weiß nicht, wo die plötzlich alle herkamen. Die kamen ja aus allen Löchern gekrochen. So, versuchen wir es nochmal. Ganz wichtig nochmal, dass ich glaube ich... mich wirklich einzeln um Gegner kümmere. Einzeln und nicht, wohl nichts gewesen. Was war das? Abwarte bis, hier also auf 10 Stück gleichzeitig schieße. So. Was ja. Ach komm. Oh Scheiße. Er war nicht so gut. So, ich glaube, die andere Waffe ist jetzt besser. Huch! Hat er sich selbst. Nee, das war ein anderer, den da rum. Der da liegt. Okay. Nein. Erstmal den legendären. Oh. Schade, dass ich keinen kritischen habe. Hätte ich jetzt gerade gebrauchen können. Schade. Wow! So. Oh, so. Nein. Und getroffen. Und wir haben wieder einen kritischen Treffer. Das ist sehr gut hier gerade in dieser Situation. Nett. 3% auf alle Werte, wenn du 25% hast. So. Schade. Es ist dann doch ein bisschen, naja, eher so mau. So, Piper, kannst du mal wieder... leben? Das ist ein Hund. Der macht zum Glück nicht so viel Schaden. Echt? Spielbar noch. Ein legendäres Supermutantenbiest. Natürlich. Ich habe die Hoffnung, dass ich seinen Arm verkrüppel. Ach ja, der mutiert.
Natürlich. Ich brauche einen Stimpack. Oder eine Quantum. Nee, ein Stimpack ist, glaube ich, hier fast besser. Ja. Das war's. Bitte, das war's. Was verwendet automatisch alle 60 Sekunden ein Stimpack, wenn du getroffen wirst? Okay. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das brauche ich unbedingt. Ja. Das war schmerzhaft. Aber wird man überleben. Du da sein. Du da sein. Ja, ich bin hier. Keine Sorge. Nö, nee, die Geräusche musst du, denke ich mal, die eingebildet haben. So, was haben wir denn hier? Ein Spielzeugauto. Noch mehr Erste-Hilfe-Sachen. Niemand. Ei, 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 der hat Raketenwerfer. Mein Bein! Ja! Stimpack? Ja, der hat, schießt direkt einfach mit einem Raketenwerfer auf uns. Ja, der übertreibt auch nicht, ne? Will ich vermuten. Kann ich irgendwie hier... Wow! Nicht hier drauf! Man kann das leider nicht kaputt machen und irgendwie nutzen. So. Matrix! So, ja, die war ja für ein Wasserchen und dann geht das auch wieder. Da. Wo ist er? Da! Nee. Treffen wir hier eh nicht. So, ist schon besser. Ja, Hammer. Ich bin immer begeistert, wie gut der trifft. So, ja, das war's. Splittergranate, Splittergranate, Raketenwerfer, eine Impro-Pistole. Nur Rüstung. Ein Telefon. Ein Brettspiel. Kegel. Aha. Eine Spielzeugrakete. Besonderes, obwohl doch die Meeting People. Achso. Okay. Dann doch nicht. Nö. Achso, Kreide. Hm. Ein Holoband von Hammer. Mensch, du Maschine repariert aber. Schicken wir mehr überfallen, wir dir Knarren zum Tausch geben.
Themen machen. Mensch, jetzt nicht Zeit für Schlafen. Nicht bluten, Maschine bedienen. Ah, okay. Hammer mit Maschine stoppen. Oh Mann, ja, das ist, die Dinger sind immer sehr klug. Muss man ja eingestehen. Ein Molotow-Cocktail, ein Tischventilator, Benzinkanister. Ihr wisst es ja. Oh, Klebeband, das ist natürlich gut. Dass ich die Sachen jetzt mitnehme, weil ich gleich wahrscheinlich wieder direkt zur Burg gehe. Was ist das? Erstmal das Radio ausmachen. Eine Kettenklinge, winziger Wunderkleber. Ein Bunker. Vielleicht ist aber kein Aluminium dabei, ne? Ein Werkzeugkasten. Ja. Nehmen wir mit. Ich kann man einfach nicht aussperren. Jo. Das ist absolut richtig. Ich gehe nicht davon aus, dass uns hier drin jemand stören wird. Meinst du? Ich guck noch nach sinnvollen Sachen. Oh, Kleber. Natürlich. Ein Reflexkondensator. Und auch den Rest nehme ich mit. Noch mehr Klebeband. Oh, wie clever. Was? Aber interessant, was auch hier ist. Also, sauberer gestreifter Anzug, das war das. So, wir gucken uns noch mal kurz das Terminal an. Waynes Aufzeichnung. Hab's nach Hause geschafft. 26. Oktober 2077. Die Jungs haben sich endlich in den Obwohl wartet. Nein, doch, das machen wir. Nein, das machen wir nächste Folge. Dann machen wir einen Cut.